Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge mussten wir leider erstmal unterbrechen. Oh, ich sehe gerade schon wieder Holz. Das muss ich nebenbei beim Reden schon mal aufsammeln. Aber viel ist nicht dazu gekommen, muss man sagen. Migi steht da ziemlich steif. Ich suche Woody. Das ist nämlich der einzige, mit dem wir jetzt noch eine Quest machen können. Mein Feld sieht übrigens nicht so gut aus. Wo ist er denn jetzt? Moment. Da oben. Ach so, bei sich zu Hause vermutlich. Ja, sieht so aus. Bleib bitte drin, Woody, damit ich auch zu dir kommen Entschuldigung, kann. könntest du mal kurz herkommen? Hallo, ich sehe dich so nicht. Hey, Gameplayerin, ich habe herausgefunden, was mit den anderen Spielzeug-Aliens passiert ist. Hast du etwas Zeit, um darüber zu reden? Klar, schieß los. Ich habe versucht, sie zu finden, aber dann habe ich mich an etwas erinnert. Diese kleinen Kerle haben immer im Greifautomat gelebt, weil sie nie gelernt haben, sich in deiner Gegenwart oder der anderen Dorfbewohner sich nicht wie Spielzeug zu verhalten. Aber jetzt ist der Greifautomat kaputt und es ist meine Schuld, dass sie kein Zuhause mehr haben. Fühl dich nicht schuldig, es war ein Unfall. Hä? Ich weiß, aber wir müssen es trotzdem wieder gut machen. Wir müssen einen neuen Greifenautomaten bauen, damit sie eine Unterkunft haben. Hier, nimm die Teile des Greifenautomaten, den du vorher gefunden hast. Oh, und den Greifer. Es hat sich herausgestellt, dass das Ding unzerstörbar ist. Wir brauchen auch noch ein paar andere Dinge. Ich habe mit Christoph gesprochen und er sagte, wir brauchen etwas Hartholz, einen Eisenbarren und Glas. Ein Danke. Eisenbarren hört sich gut an, aber das sind zwei Eisenbarren, Woody. Ich weiß nicht, ob du nicht bis zwei zählen kannst. Aber ja, er tut auch schon so, als ob er es einfach zu viel war für ihn. Warum sind die Sachen jetzt hier so kaputt? Das sind immer noch die gleichen, ne? Aber die waren auch letztes Mal nicht so am Flackern, meine ich. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, ich habe leider noch eine kleine lästige Aufgabe, die ich jetzt eben gesehen habe. Die machen wir aber trotzdem mal eben ganz schnell nebenbei. Es tut mir auch wirklich leid. Aber ich wollte eigentlich das Ganze so schön timen, ja, dass ihr da nicht allzu viel von mitbekommt, dass wir diese Quest machen. Dann würde es nicht weitergehen, weil Woody eben noch nicht komplett ausgelevelt ist. Und dann dementsprechend hätte ich jetzt hier die Felder ernten können, also abernten können. Und ich glaube, er ist jetzt auf Level 7, wenn ich mich nicht irre. Dann müsste er rein theoretisch, naja, auf Level 9 hätte er auf jeden Fall kommen müssen. Ich weiß nicht, vielleicht sogar schon auf Level 10. Aber das werde ich jetzt wahrscheinlich vergessen können, weil ich den ganzen Tag noch keine Zeit hatte, reinzugehen. Und wie ihr seht, ja, beim letzten Mal zwar gegossen hatte, aber man muss das ja immer zweimal gießen. Oh, ich hasse das, wenn er das nicht richtig annimmt. Man muss das ja mal zweimal gießen. Und dementsprechend werde ich jetzt wohl noch eine ganze Weile warten müssen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich lästig, was das Spielen betrifft. Dass man dann wirklich so lange warten muss, bis ja wieder eine gewisse Phase irgendwie vorbei ist. Wir gucken aber noch mal kurz nach dem Kaffee. So, der ist nämlich besonders wichtig für mich, weil davon habe ich natürlich am wenigsten. Ich habe gerade keine Zeit. Erik, es tut mir leid. Mal eben gucken, nur für mich. Ja, ich wusste es, da oben muss ich dann nämlich auch was machen. So. Aber das große Feld ist definitiv jetzt erstmal am wichtigsten. Wobei ich im Kleinen auch gleich definitiv nochmal vorbeischauen werde. Wir brauchen insgesamt 12. Das heißt, 7 mal Glas müssen wir noch machen. So. Und das andere, einen Eisenbarren muss ich noch machen. Ja, den muss ich jetzt natürlich wieder farmen. Juhu, aber was ist denn heute mit der Stimme los? Die ganze Zeit geht alles wunderbar. Und sobald ich tatsächlich die Aufnahme anmache, höre ich mich an, als wäre ich eine 80-jährige Oma. Und man kann einfach nichts mehr von mir verstehen, wenn ich rede. Das ist richtig, richtig grausam manchmal. So. Hier haben wir auch ein Schild. War das vorher eigentlich auch so? Mit den Ranken hier? Ehrlich gesagt, kann ich mich da jetzt gar nicht mehr so dran erinnern. Also, hier können wir auf jeden Fall Eisenerz bekommen.
weiß nicht, wie viel wir brauchen, aber im Endeffekt, wenn wir zweimal Eisen erst bekommen haben, das sollten wir eigentlich jetzt schon beim zweiten Mal haben, theoretisch. Ach nee, Moment, wir brauchen 5 pro Barren, ne? Ah, da müssen wir doch ein bisschen länger. Das heißt, wir haben jetzt 2, 3, 4. Das heißt, einmal müssen wir auf jeden Fall noch machen. Vielleicht hätten wir nicht so viel machen müssen, weil ich noch was drin hatte im Stock. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber zur Sicherheit, bevor wir jetzt hier hin und her switchen, ne, ist es dann doch schon besser. So, bevor wir das machen, muss ich aber trotzdem mit euch mal eben ganz kurz gießen gehen. Also, mir ist es dann doch, ehrlich gesagt, lieber, wenn ich das nochmal eben schnell mache. Weil ich habe nämlich wirklich, wirklich darauf gehofft, dass ich das heute noch schaffe, mit Woody hier zu leveln und den dann komplett auszuleveln. Weil ich dann, ja, es hört sich doof an, aber weil ich dann die Quest aus dem Kopf schon heraus habe. Weil das ist die letzte Quest, die ich überhaupt noch machen kann. Das hatte ich euch ja im letzten Video schon gezeigt. Und danach haben wir erstmal leider gar keine Quests mehr. Aber morgen gibt es ein Update. Ich habe nur gerade... Ich kriege jetzt auch einen Schluck auf. Ich habe nur gerade nicht mehr so im Kopf, was alles bei dem Update überhaupt drin war. Ob da jetzt auch neue Charaktere kamen oder... lassen wir das erstmal so. Ich brauche ja nicht mehr so viel. Oder ob wir... was war denn das? Es sollte sich was ändern mit den Verkaufsmengen bei... Bei ihm hier. Ich komme gerade nicht drauf. Christoph. Da müssen wir hin. Es kann sein, dass das jetzt morgen mit in dem Update drin ist. Ich habe so ein paar Sachen gehört von dem Update. Ich gehe mal kurz meine Ausdauer auffrischen. Das geht ja ganz schnell. So, dann muss ich da nämlich jetzt nicht auch noch Essen für verballern. Dann einen Eisenbarren müssen wir machen. Ja, hier unten steht es ja 7. Okay. Hätten wir das letzte, glaube ich, nicht machen müssen. Dann habe ich noch genug drin gehabt, aber ist nicht schlimm. Achso, baue den neuen Greifenautomaten. Natürlich, den müssen wir auch noch machen. Funktionelle Gegenstände ist das drunter. Das heißt, theoretischerweise, dass wir aber die anderen Sachen... Oder die müssen wir nur reparieren. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Treff dich mit Woody im Karussell. Das hört sich irgendwie seltsam an. Die haben auch wieder ganz nette Sachen bei Dagobert. Da war ich auch noch nicht drin. Schande über mein Haupt. Normalerweise müsste ich das ja alles offline machen, aber ich habe halt noch nicht die Zeit gehabt. So, bitteschön, Woody. Gut gemacht, Gameplayerin. Das sieht toll aus. Sogar besser als der Greifautomat, der kaputt gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch die restlichen Spielzeug-Aliens finden. Ich wünschte, ich wüsste, wo ich damit beginnen soll. Fragen wir Buzz. Ich bin sicher, er würde gerne helfen. Du hast recht. Da es sich um Weltraumspielzeug handelt, hatten sie schon immer eine besondere Verbindung. Lass uns zu ihm gehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ja, nicht auf Wiedersehen. Wir wollen eigentlich nur dahin gehen. Du wolltest eigentlich mitkommen. Ach so, Thema. Moment. Oh, jetzt ist er wieder weg. Nee, ne? Oh, ich hasse das, wenn das so verbuggt ist. Hallo? Woody? Moment, da ist Buzz. Können wir direkt schon... Ah, nee, das ist gar nicht Buzz. Das ist ein Kaninchen, aber es war zumindest die richtige Größe. Aber er soll immer noch bei sich drin sein, irgendwie. Aber er versteckt sich schon wieder vor mir. Das ist so blöd immer. Dürfte ich um deine Aufmerksamkeit bitten? Ich sehe dich ja gar nicht. Oh, Gameplayerin. Genau die, nach der ich gesucht habe. Wir müssen etwas besprechen. Auf meiner letzten Patrouille hörte ich eine Explosion und dann fiel ein Alien vom Himmel. Ich weiß, überall im Dorf gibt es Aliens. Woody und ich befinden uns auf einer Rettungsmission. Das freut mich für dich, Gameplayerin. Ich habe einige der Spielzeug-Alien im Tal ausfindig gemacht. Du weißt, wo sie sind? Warum hast du sie da nicht festgenommen? Festgenommen vor allen Dingen. Nun, zwei von ihnen sind in der Erde vergraben, einer am schillernden Strand und der andere auf der Lichtung des Vertrauens. Zwei sind in der Erde vergraben oder... Also unten drunter quasi, dass man sie nicht sieht. Das ist jetzt...
Einer am schillernden Strand und der andere auf der Lichtung. Ich habe viele Extras, aber ich habe keine magische Schaufel, die mir beim Graben hilft. Und einer steckt in einen Eisblock in der Nähe eines Wasserfalls. Vielleicht, wenn du etwas hättest, um den Eisblock aufzubrechen. Das klingt, als bräuchte ich meine Werkzeuge, um ihnen zu helfen. Sonst noch etwas? Ich habe ein quietschendes Geräusch aus Gashöhle gehört. Aber ich glaube nicht, dass er es gut fände, wenn ich da hineinstürme. Ich war gerade dabei, eine Rettungsaktion zu organisieren, aber wenn du an dem Fall dran bist, überlasse ich das deinen fähigen Händen. Danke für dein Vertrauen, Bass. Wieso ist das jetzt auf einmal so neblig hier? Hallo? Ah, ich muss noch mal kurz hier rein. Vielleicht ist er jetzt wieder da. Ah, da ist er. Danke so. Fürs Vorbeikommen. Ja, toll. Lass uns abhängen, komm. Ich brauche dich nämlich später noch. Und wenn du dann eventuell weg bist, das wäre nicht so günstig. Also, er hat gesagt, am Strand. Das sieht aber wirklich... Junge, man kann ja gar nicht weit gucken hier. Oh, was ist... Das sehe ich ja jetzt erst. Das ist nicht das vergessene Tal, oder? Müsste aber eigentlich. Also vergessenes Land, meine ich. Oder ist das hier oben der Teil? Dieses ganz Dunkle da hinten, das sieht mir nicht nach dem vergessenen Land aus. Ich denke mal, das ist noch ein Gebiet, was wir eventuell noch freilegen können. Also, eine Schaufel brauchen wir, hat er gesagt. Irgendwo am Strand. Das würde ich gerne mitnehmen. So, das würde ich auch gerne mitnehmen, weil Steine und so, ne? Irgendwo am Strand soll was vergraben sein. Hier ist es nicht. Da ist eine Dings drin, ne? Ha! Habe ich doch richtig gesehen. Die nehmen wir natürlich mit, weil da öfter auch mal solche Sachen drin sind wie jetzt. Mal schauen. Tag- und Nachtgemälde. Das sieht schön aus. Oh. Das wäre was für mein Schlafzimmer oder mein Wohnzimmer oder sowas. Das ist richtig. Das sieht richtig gut aus. So, dann schauen wir mal. Wo haben wir denn überhaupt hier noch Platz, dass man etwas vergraben kann oder ausgraben kann? Übrigens, ich habe das Schloss umgestellt. Also das Schloss von Prinz Erik steht jetzt da hinten. Das war so das Einzige eigentlich, wo ich gedacht habe, dass das ja logisch aussieht. Das von Stitch hätte ich gerne ein Stück weiter reingemacht, aber da hinten noch so ein Ding zum Abbauen ist, war das ein bisschen ungünstig. Hier werde ich auf jeden Fall noch so einen Weg durchführen, der dann direkt dahin geht und der dann darum geht und von Stitch aus wahrscheinlich auch noch. Das nur mal eben so am Rande. Ah, da ist was zum Graben. Moment. Okay, das war es nicht. Wo kommst du denn jetzt auf einmal her, Mutter Gurtel? Hallo? Und steht hier mitten im Wasser und ist am Angeln. Geht's noch? Ich dachte, die wäre sich für sowas zu fein. Aber okay. Ich nehme noch mal eben schnell die Muscheln mit, weil, wie gesagt, ne, Muscheln haben wir immer so ein bisschen zu wenig davon. Deswegen, die nehmen wir immer gerne mit, wenn wir sie irgendwo finden. So, hier ist das zum Ausgraben. Ist auch nicht das Richtige. Im Sand des schillernden Strandes. Das ist aber doch hier. Sonst haben wir doch nicht mehr allzu viel. Ach, da ist noch was zum Ausgraben. Nein. Oh, geht's noch? Und wieso habe ich da jetzt auf einmal Geld rausbekommen? Hä? So. Ach, da! Hallöchen! Wie siehst du denn aus? Moment, da müssen wir kurz einen Screenshot von machen. Blub. Ah, nein. Oh, ich wollte es doch nur zumachen. Mann. Oh, das Gequietsche. Okay, wo sind wir denn jetzt gewesen? Im Boden in der Nähe der großen Weide? Hä, hatte der nicht vorhin davon gesprochen? Mit der Lichtung. Lichtung habe ich mir nämlich extra gemerkt. Im Eis in der Nähe eines Wasserfalls. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da einen Wasserfall haben in einem Eisgebiet. Der großen Weide. Meinen die jetzt aber die friedliche Wiese mit, oder?
Nein! Ach, da bin ich doch schon mal drauf reingefallen. Ha, nicht mehr mit mir, Jungs. Ganz ehrlich. Die große Weide, das ist ja hier das Ding. Also dieser Baum. So, in der Nähe. Im Boden in der Nähe. Heißt das in direkter Nähe oder heißt das ein bisschen weiter? Ah, da ist es doch. Komm, nimm erstmal die Blume auf. Und dann plupp. Können wir den auch holen. So, das machen wir jetzt wieder zu. So. Dann in Skars Höhle. Wieso laufe ich eigentlich, wenn ich da mal hinporten kann? So, Skar ist gerade nicht da, habe ich gesehen. Dann sollten wir auf jeden Fall da reingehen. Die Blumen sammle ich jetzt auch mal nebenbei auf, weil mit denen können wir ja die Vögel hier füttern, haben wir ja festgestellt beim letzten Mal. Oder beim vorletzten Mal. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. So, in Skars Höhle. Wo haben wir dich denn? Hallöchen. Was hat denn Skar mit dir angestellt? So, im Eis. Ich nehme mal an, das müssen wir aufbrechen. Oh, Skar ist da. Er wird sauer, wenn er das sieht. Ich gehe mal ganz schnell weg. Ja. Im Eis in der Nähe eines Wasserfalls eingefroren. Aber wir haben ja doch eigentlich gar keinen Wasserfall, oder? Das irritiert mich so ein bisschen. Im Eis eingefroren. Ich finde es immer noch schade, dass man da nicht durchschwimmen kann. Ach so, das ist das. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, ich höre doch hier irgendwas. Aber im Eis eingefroren? Bin ich hier oben eigentlich schon mal gewesen? Das kommt mir irgendwie so gar nicht bekannt vor jetzt gerade. Doch, ich bin ja auf jeden Fall schon mal gewesen. Aber irgendwie sieht für mich hier gerade komplett neu aus. Ich weiß auch nicht, warum. Ach, der Ausblick und so, das ist irgendwie... Keine Ahnung. Das hier habe ich... Weiß ich nicht, ob ich das schon mal gesehen habe. Aber im Eis eingefroren. Im Eis eingefroren. Also für mich... Moment. Ist das ein Wasserfall? Och, jetzt geh doch mal weiter. Moment. Ah, nee, das ist das Wasser, was ich hier höre. Okay. Moment, ich sammle die Sachen hier nochmal eben schnell mit ein. Weil von wegen, ne, Holz und wir brauchen so unheimlich mega viel im Moment für die ganzen Quests. Und ich habe ja nichts mehr. So. Da geht es dann runter. Doch, das ist aber ein Wasserfall, wenn man runtergeht. Ach, gucke mal. Ja. Der sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Kann ich den... Doch, kann ich hauen, okay. Okay. Achso, Woody ist ja bei mir. Ach, Woody, es tut mir leid. Hier hast du alle deine Spielzeug-Aliens. Hey, wir haben sie alle gefunden. Gute Arbeit, Partnerin. Ich kann mich allerdings nicht mehr genau erinnern, wie viele es waren. Ich hoffe, es sind nicht noch mehr im Tal verloren gegangen. Wie auch immer, ich bringe sie in ihr Zuhause, das dank dir brandneu ist. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen, Gameplayerin. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich die Lichter des Karussells einschalten kann. Darum kümmere ich mich später. Okay, das ist schon mal sehr gut, dass er jetzt selber auf Level 8 gekommen ist. Das ist aber eine Lampe, ne? Den Hut kriege ich nicht, oder? Okay, ja. Dann würde ich einfach sagen, dass wir hier erstmal die Folge beenden. Und ich hoffe, dass wir da noch genug haben, um die nächste Folge mit Woody noch zu füllen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.